Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Wie eine Ausbildung zur Erzieherin ein Leben veränderte. Eine junge Frau wollte Erzieherin werden. Die junge Frau hieß Maria. Maria hatte schon immer eine Leidenschaft für Kinder und die Arbeit mit ihnen. Sie begann ihre Ausbildung und war sofort begeistert von allem, was sie lernte. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Erzieherin, lernte, wie man pädagogische Aktivitäten plant und durchführt und erhielt Einblicke in die Entwicklung von Kindern. Während ihrer Ausbildung hatte sie die Möglichkeit, in verschiedenen Einrichtungen wie einem Kindergarten, einer Grundschule und sogar einer Sonderschule zu arbeiten. Maria lernte, mit Kindern verschiedener Altersgruppen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen umzugehen. Als sie eines Tages in der Kita zur Grundschule arbeitete, hatte sie ein besonderes Erlebnis mit einem kleinen Jungen namens Tom. Tom hatte Schwierigkeiten, sich in die Gruppe einzufügen und hatte Angst, Freundschaften zu schließen. Die junge Erzieherin arbeitete eng mit Tom und seinen Eltern zusammen und half ihm, seine Ängste zu überwinden. Am Ende des Schuljahres hatte Tom viele Freunde gefunden und war glücklich in der Schule. Diese Erfahrung bestärkte die junge Frau in ihrer Entscheidung, Erzieherin zu werden. Sie schloss ihre Ausbildung mit Auszeichnung ab und begann ihre Laufbahn als Erzieherin. Sie war stolz darauf, dazu beitragen zu können, das Leben von Kindern zu verbessern und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Die junge Frau hatte sich in ihrer Laufbahn als Erzieherin bewährt und hart daran gearbeitet, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern. Eines Tages wurde sie zur Leiterin einer sozialen Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder befördert. Maria freute sich über die neue Herausforderung und arbeitete intensiv daran, die Einrichtung zu verbessern und den Kindern zu helfen, ihre Probleme zu überwinden. Sie führte innovative Therapieprogramme ein und arbeitete eng mit den Eltern und anderen Fachkräften zusammen, um sicherzustellen, dass jedes Kind die Unterstützung erhielt, die es brauchte. Maria arbeitete auch daran, die Einrichtung besser auf die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien abzustimmen. Ihre Bemühungen trugen Früchte und die Einrichtung wurde als eine der führenden in ihrem Bereich anerkannt. Die Kinder, die die Einrichtung besuchten, erhielten die Unterstützung, die sie brauchten, um ihre Probleme zu überwinden und ein erfülltes Leben zu führen. Die junge Frau war stolz darauf, dass sie einen positiven Unterschied im Leben dieser Kinder machen und ihnen helfen konnte, ihr volles Potenzial zu entfalten. Die junge Frau, die zur Leiterin einer sozialen Einrichtung für verhaltensauffällige Kinder befördert wurde, war nicht nur in ihrer Arbeit mit den Kindern erfolgreich, sondern wurde auch als hervorragende Führungskraft und Pädagogin anerkannt. Daher wurde sie auch als Ausbilderin für angehende Erzieherinnen und Erzieher eingesetzt. Sie liebte es, ihr Wissen und ihre Erfahrung mit anderen zu teilen und ihnen zu helfen, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu verbessern. Maria entwickelte und leitete Fortbildungen und Seminare für Erzieher und arbeitete mit Hochschulen zusammen, um Praktika- und Trainee-Programme für angehende Erzieher zu organisieren. Besonders stolz war sie darauf, dass viele ihrer Schützlinge nach Abschluss ihrer Ausbildung in der sozialen Einrichtung arbeiteten, in der sie selbst gearbeitet hatte. Sie wusste, dass sie dazu beigetragen hatte, dass ihre Arbeit mit den Kindern professionell und effektiv war und dass sie positive Veränderungen im Leben der Kinder bewirken konnten. Aber eines fehlte ihr noch: Mutter zu werden. Eines Tages erfüllte sich ihr Wunsch und sie wurde Mutter eines kleinen Mädchens. Maria war überwältigt von der Freude und Liebe zu ihrem Kind und fand es faszinierend, die Entwicklung ihres eigenen Kindes zu beobachten und zu erleben. Sie fand auch, dass ihre Erfahrung als Erzieherin und Managerin ihr half, eine gute Mutter zu sein. Sie verstand die Bedürfnisse ihres Kindes besser und wusste, wie sie ihm helfen konnte, sein volles Potenzial zu entfalten. Maria entschied sich zugunsten ihrer Familie, ihre Karriere etwas zurückzustellen, um mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen zu können, blieb aber weiterhin im Bildungsbereich tätig und setzte sich für die Rechte und Bedürfnisse von Kindern ein. Sie stellte fest, dass ihre Erfahrungen als Mutter ihre Arbeit als Erzieherin und Ausbilderin bereicherten und ihr halfen, die Bedürfnisse der Kinder noch besser zu verstehen. Maria wollte weiterhin ihrer Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern nachgehen und gleichzeitig genügend Zeit für ihre Familie haben. Um dies zu erreichen, beschloss sie, eine neue Leiterin für die Einrichtung auszubilden und in Teilzeit zu arbeiten. Sie suchte jemanden, der die gleiche Leidenschaft und das gleiche Engagement für die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern hatte wie sie.
Maria fand eine junge Frau, die über ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in diesem Bereich verfügte und unterstützte sie bei ihrer Ausbildung, damit sie die Leitung der Einrichtung übernehmen konnte. Sie arbeiteten eng zusammen, um sicherzustellen, dass die Einrichtung weiterhin erfolgreich war und die Kinder die Unterstützung erhielten, die sie brauchten. Mit der neuen Leiterin an der Spitze der Einrichtung konnte die junge Mutter ihre Karriere in Teilzeit fortsetzen und hatte dennoch genug Zeit, sich um ihre Familie zu kümmern. Maria war über alles glücklich, dass sie ihre Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern aufrechterhalten und gleichzeitig eine gute Mutter sein konnte.